Hallo zusammen. Na, willkommen wieder bei Planlos und Verpeilt. Ich glaube, so passende Namen haben wir schon lange nicht mehr gehabt, kann das sein? Ich glaube, das trifft es heute echt am besten. Es okay, ja, könnte lustig werden. Ja. Aber nochmal, wir sind echt geplättet gewesen, wie krass die erste Folge eigentlich angekommen ist bei euch. Oh ja. Wir saßen beide sprachlos vor dem Computer und haben gegrinst, bis wir bei den Ohren bei diesem ganzen positiven Feedback und dass uns auch so viel geholfen worden ist, wie zum Beispiel, dass bei der Raiffeisen hier einiges gekauft werden kann. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen irgendwie. Wo sind wir hier eigentlich? Hast du mich entführt? Ich habe nur ein Bierchen getrunken. Das sieht eher nach Wein aus. Aber ich habe ein Bierchen getrunken. Wow. Und ich... Also was hast du mir im Keller? Den habe ich auch relativ spät erst entdeckt. So, Licht aus. Ich habe eine Idee. Hundefutter kaufen. Hundefutter? Mhm. Stimmt, wir haben jetzt... Hier. Wo sind sie denn? Ah, einer ist hier. Wo ist der zweite? Da sind beide, bei mir sind beide hier. Bauzi 1, Bauzi 2. Bauzi 1 ist davon. Nein, wir anderen. Haben doch gesagt, einen wir Soso. Ja. Soso war der Große. Der Große. Der Große war Soso. Und wer ist der Kleine? Ich wollte ihn dann Hotdog nennen, aber... Hotdog, ja. Ja, ist er bei mir. Alles klar. Ach ja, wir haben in der Zwischenzeit und dieses gigantische Minifeld da hier schon fertig geerntet und Stroh abgefahren. Weil wir wollten jetzt die Folge damit nicht unbedingt ausfüllen. Guckst du mich eigentlich so an? Weiß nicht, wie kommt man auf die Schnapsidee? In unserer Hausbäckerei zu parken, Mann! Das Tor stand offen, ich bin rückwärts reingefahren und hab irgendwie... Ja, ich sehe einfach ein Tor, mach's auf und pack da ein. Das nächste Mal stehst du im Pferdehof drin, hier im Pferdestall drin oder was? Das war schon offen! Ach, doch, ach, nur weil der weiß ist, heißt es, der ist steril oder was? Ja. Ah ja. Sogar frisch geputzt? Das ist wichtig, ja. Kärcher darf nicht fehlen. Aber ich würde mal sagen, wir holen mal unser neues Spielzeug ab. Das hört sich falsch an. Ja. Dann kümmere ich mich später um die Hühnchen. Du kannst dich auch um die Hühner kommen? Ich sag gerade, du kannst dich auch um die Hühner kümmern und ich hol beides ab. Oder so. Da brauche ich den Viechtransporter erstmal. Junge. Verplant. Immer so, das weißt du. Also ich wär mir echt sicher gewesen, dass man sich die Tiere auch über den Trigger kaufen kann, aber... Dachte ich auch mal. Denkste. Es hat sich wieder so viel geändert. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt gerade nicht. Naja, was ist jetzt so schwer, an einer Hauptstraße lang zu fahren? Beschrei es nicht! Ja, pass auf, 5 Minuten später, wo bin ich hier gelandet? Moni, Hilfe, wo bin ich? Oh, ADAC, Hilfe, Panne. Oh, ich würde es so feiern, wenn man irgendein LS es irgendwann mal Reifenplatz oder so einen Schwachsinn gibt. Oder der Traktor einfach echt wegen den Schaden liegen bleibt. Ja, das hat diese ganzen... Das hat mehr Reparatur notwendig sind oder was? Ja. Nee. Ich glaube, das wird mich nur aufregen. Bleiben wir erstmal bei Hühnchen, oder? Mhm. Meine Frage, wir haben den Tiefenlockerer gekauft. Was war das für ein Auto? Ach, das sind die Blitzer, die Autos, die daneben stehen, oder? Ich glaube. Oh. Na gut. Bergauf kann ich jetzt schlecht zu schnell fahren. Mal, haben wir denn den Striegel gekauft, oder? Ich habe einmal einen Tiefenlockerer. Okay, da habe ich irgendwie den Striegel vergessen. Ich dachte doch verpeilt. Ui.
dachte, ich wäre verpeilt. Ne, du bist doch verpeilt, ich bin planlos. Ja, meine ich ja, warum bist du jetzt verpeilt? Ach, keine Ahnung. Junge, Junge. Bin gespannt, wer das erste Pizza-Foto kriegt. Rein theoretisch habe ich ja schon eins. Aber da haben wir noch nicht aufgenommen. Das zählt nicht, oder was? Da steht schon wieder so ein dreckiges Auto. Ne, darf man überhaupt fahren? Innerorts? Ich rede von außerorts, das packt doch meiner gar nicht. Bergauf ist auch schwierig. Lustig wäre so ein Tieflader nehmen. Dann so ein Stapler, Auto hinten drauf und hoffen, dass nichts mehr blitzt. Was kauft man denn ein? Schweinchen, alles? Ein Schweinchen, oder? Ich weiß. Jungbulle. Ach, man kann ja auch Rinderzucht machen. Hier. Ja. Weiß, schwarz, braun. Was nehmen wir? Uff. Braun. Bin ich, ja. Stell ich denn das Zeug über hin? Ah, da. Wo, eigentlich könnte ich das ja oben noch stellen, wo der Rest ist. Ich glaube, das reicht erstmal. Die vermehren sich ja eh wie sonst was. So, den tiefen Locker stelle ich mal auf den Hof. Den Rest fahre ich mal oben hin. Nur den Pflug noch. Edge, Badge, nicht geblitzt. Achso, wir haben auch noch das Feld gedüngt, kommt mal gerade. Ja. Und da fehlt ja nur noch die eine Unkrautstufe. Sonst haben wir ja alles. Du hast ja das Stroh, hast du ja zum Biomasse. Teilweise Biomasse, das habe ich schon zugedeckt. Und dann einmal noch ins Strohlager halt. Gern ist bei 2%. Na gut, ja. Vielleicht zahlt man die Zeit mal hoch. Oder? Auf 5. Auf 5? Bitte auf 5. Es mag mich nicht. Mag er mit der Hufte? Ach, ich muss mir. Ach, ich liebe es wieder. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich brauche Adminrechte. Ach doch, planlos. Das ist aber wiederum verpeilt. Ist jetzt schon die Folge heißt. Verpeilt durchs Leben? Planlos und verpeilt durchs Leben. Planlos, verpeilt und planlos regeln. Ja. Nee, lass mir was einfallen. Unsere Hühnchen ziehen ein. Put, 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 put. Jetzt geht's wieder ums Doppelzahl. Oh, passt aber gerade mal in die Halle. Hä? Ist da nicht der Trigger hier? Bin gleich da. Hast du den Anhänger ausgewählt? Ah, jetzt hat ihm jetzt noch Meter gefehlt.
Oh, da sagt deine Hühnchen. Vorsicht, es gibt ein Hühnchen. Matschiges Hühnchen. Überfahr meinen Hund nicht. Ne, Hotdog? Ja, du kriegst auch noch einen Namen. Ah, das ist eine Idee. Die Leute können ja dem Hund einen Namen geben. Stimmt, ja. Also der Große heißt Susu und dann für den Kleinen brauchen wir noch einen Namen. Mhm. Ja, was ist denn? Einer. Das ist bloß nicht die Hühner. Na, ihr zwölf? Ja. Jetzt dreht sie wieder. Kommt das die Eile durch? Immer. Oh, ich war jetzt mal hier beim Kuhstall, die oft ja. Man durchfahren kann. Warte mal, da war doch irgendwo Futter. So, wo macht man das Futter denn hin? Da. Nein! Was, nein? Passt schon. Mach nur, ich wollte. Du kannst doch was reintun, ist noch nicht voll. Nee, mach halt einfach. Nimmst mal wieder die Arbeit weg, wie immer. Das ist ein Miteinander, kein Gegeneinander. Ach, herrlich. Noch ein Futtersack drin, also. Halt dich nicht. Was rote Späne muss man auch reintun. Was? Ich schon bei den Stallinformationen. Komm mal hier, Eimerchen. Was ist ja. Mit dem Eimer? Darf ich jetzt zum Wasser latschen? Ja. Kannst du nicht mal, ich fahr mit dem Fass hin. Was? Geht schneller. Doch gerade das Schöne, man nimmt den Eimer, stellt ihn da drunter. Ach da, ich dachte, ich muss hinter zum Ding latschen. Nö, und dann? Das ist auch wieder neu. War das, glaube ich, da reinkippen, oder? Ja. Nö. Hä? Doch, passt schon. Was schon? Ist was drin, ja. Ganz glaub, minimal. Du kannst auch öfters was reintun, ja. Was hupt? Ey, komm her. Ich bin gespannt, auf wie viel Prozent die laufen, wenn man Hobelspäne erstmal weglassen. Oder kann man das kaufen? Glaube ich, kann man kaufen. Kannst hier einstreuen. Mhm. Hundefutter. Ja, Hundefutter brauchen wir. Ja, Tiereinstreu kann man auch hier für die Aufzucht von Hühnern hernehmen. Sollen wir mit unserem kleinen Mobil und dem Anhänger da hier zum Shoppen fahren? Den John Deere Mobil. Ah, jetzt fällt mir ein, was ich reinmachen wollte. Hä? Hey. Dem Messenger? Ach, verdammt, ja. Also, das heißt. Ich will meinen jetzt so laut neben mir. Och, ist der laut. Nicht du, der Hund. Nee, dann würde ich mal mit dem Transporter zum Shoppen fahren. Dann fährst du mal hin. Kaufst du mal ein, oder? Ich kauf mal ein. Was wollen wir denn noch wegen Tierbedarf? Hundefutter. Tiereinstreu. Ein bisschen was. Na, ich kauf halt mal ein paar Säcke. So, was haben wir denn noch? Oh ne, das Ding geht schneller als 50, das kann problematisch werden. Machen wir mal wegen Hundefutter. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wenn wir noch ein, zwei Säcke Hühnerfutter mit dazu kommen. So. Aber wieso Hühnerfutter? Wir haben noch Weizen geerntet. Ich war jetzt gerade in Kauflaune. Wow. Okay. 333. Was? So
schnell war ich doch gar nicht. Das war außer uns. Junge, was ist denn das für ein Wucher hier? Oh nein. So. Ich glaube, wir bauen hier mal einen Blitzaccounter ein. Wir machen Blitzaccounter, ja. Ich glaube, ich das in OBS einbauen kann. Eins. Okay. Wie viel hast du denn bitte eingekauft, Junge? Okay. Ein bisschen was von jedem? Du weißt schon, dass... Oh, egal. Was? Vergiss es. Ich will nur sehen, wie du die Säcke ins Auto reinschmeißt. Verlademeister, das haben wir... Ach du Scheiße. Alter, ich fahr mal zum Pflügen. Oh nein! Du bist eine Mistmatz, weißt du? Soll ich dir helfen? Warte. Du bist eine blöde Mistmatz. Will mal. Nicht, komm mal. Ich fühle mich gerade wie bei der Post. Ich hole mal einen Anhänger. Es geht. Du wusstest schon, wie groß die Dinger sind, oder? Nee. Ich hole einen Anhänger. Warte mal. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Okay. Zwei sind schon mal drinnen. Vielleicht noch das Hundefutter. Oh Mann. Einmal überlasse ich dir das Einkaufen. Also man sieht, wir haben unseren Spaß. Eigentlich wollte ich in der Folge hier produktiver sein, aber irgendwie... Okay. Okay, muss halt doch... und planlos passt ganz gut, ja. Ja. Hilfe ist unterwegs. Mhm. Ab wann schlägt der Blitzer aus? Sag ich dir nicht. Ich fahr mal langsamer. Hallo Blitzer. Ja, schön, lass dich blitzen, bitte. Nee. Also den einen bin ich jetzt anständig vorbeigefahren. Kann man auch was aufs Dach spannen? Ich hab doch gesagt, ich komme mit Anhängern. Anhängern? Ja, Anhänger. Das geht schon. Spann kurz rum. Das geht schon. Ach nee. Sarah! Oh. Verdammt. Ist entverwandt? Ja. Ja. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich glaube, das lassen wir erstmal so stehen für die Folge. Hat der sich jetzt da reingeladen? Tatsache. Ah ja. Ich hoffe, ich kann die irgendwo ausladen. Lass mal so stehen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja, mach mal weiter, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Oh Mann, das war... Das war schon fast kopiert. Oh, nee. Hat wieder Spaß gemacht mit dir, Sarah. Ja, hat mir auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, oh Mann. Ciao.